Nee, junge Dame, heute nicht. Ich sagte nein. Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir Not Tonight. Wie beschreibe ich das? Also ich würde jetzt mal von den Texten her ganz plausibel sagen, ich bin Türsteher. Ich bin Türsteher und habe die Macht. Die Macht wollte ich schon immer mal haben. Aber es geht auch irgendwie, wenn ich das so lese, um politische Aspekte. In Politik bin ich ganz schlecht. Deswegen hoffe ich, das wird jetzt nicht zu zäh. Ich hoffe, das hat Ähnlichkeiten mit einem ähnlichen Spiel. Papers, Please. Das spielt mal ein Grenzführer, kann ich auch mal bei Zeiten zeigen. Aber heute sind wir Türsteher. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal rein, völlig blind. Ach und ja, warum ich jetzt hier eigentlich nicht VR spiele? Ich habe mir gedacht, ich probiere mal wieder was Neues aus. In diesem Sinne, bis gleich. So, wir sind im Spielemenü. Not Tonight. Die Musik ertönt auch. Die Musik erinnert mich. Ich glaube, das ist die Hymne, oder? Das ist die Hymne von. Natürlich ist das die Hymne von England. Text kann ich jetzt natürlich nicht. Hätte ich sie gekonnt, würde ich jetzt anfangen zu singen. Ich kann froh sein, dass ich sie nicht kann. Okay, Start Game. Okay, wir können jetzt schon mal ein paar Dinge einstellen, wie zum Beispiel unser Aussehen. Als Türsteher hätte ich sowas von den Afro. Ah, die Herkunft ist wichtig scheinbar. Wie viel haben wir denn? Ach du Scheiße. Ja gut, so viel ist gar nicht. Das erste wäre, you were born in Birmingham. You are from streets? Well, a street. Quite a nice one, really. By the time you went to secondary school, you would read all of Charles Dickens and most of Shakespeare. Much to your English teacher's pleasure and horror. Nee. You were born in Bath to a pair of Spanish charity workers. A good child, a quiet child. You helped your parents run a seaside retirement home and became quite the expert on cider. When they died, you were to continue their legacy. You were born in London to the sound of bull bells. Whigs are in your blood, which itself runs thick with jellied eels. Na, das hört sich alles komisch an. Ich glaube, wir nehmen das. Ich bin ja Deutsch-Filipino, also habe ich spanische Abstammung. Und deswegen machen wir das. Und wir sind ein gutes und ruhiges Kind. Das passt. Wo ist sie denn? Okay. Los geht's. Albion First New Year Eve Bell, the British Museum London, England, December. Ja, bla bla, viel zu schnell. Oh, the Eurobouncer grace us with their presence. Ew. Ja, also wie Papers, Please. Ich muss Tickets kontrollieren. Tag und Stempel müssen stimmen. Okay. So, the most important of the year. Well, get your thing. Choppy chop, no worky, no money. Understood, sir.
Click the kicker to allow entry into. Maybe use radio to stay in contact. Okay. Okay. I got it. Bin mal gespannt. We are now open. Ticket holder only. No ticket, no entry. Okay. La 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 la. Ja, bitte. Click to allow entry, return ticket to deny. Ist heute Montag? Ja, heute ist Montag. Ein Stempel hält. Ja, müsste passen. Und jetzt? Click to allow entry. Return ticket to deny entry. Da, bitteschön. Okay, I got it. Gib mir mal dein. Naja, passt genau. Nächste, komm, das muss hier schneller gehen. Ja, really. Passt auch, es ist Montag, ist alles hier, bitteschön. Danke, viel Spaß. Geht auch, bitteschön. What the fuck? That escalates quickly. Passt. Schöne Behausung, muss ich sagen. Aha. Okay. Department of Euro Aliens. Person of Euro Heritage. Welcome to the relocation block B. Your residence request has been rejected. This includes your transitional residence visa. To maintain transition residence status, earn 2500 bis zum 31. Januar. Integration officer. Yep. Will contact you. He will arrange a site visit to help you with your orientation exposure. Wow, geil, ich habe sogar ein Peer Phone. Geil. Also das ist wahrscheinlich unser Menü, unser Notizblock. Okay, wir haben eine Map. Wir haben einen Kalender. The postman delivered my journal in phone. Integration of the trip is visiting. Okay, the postman delivered my trip. Trip, was? Das ist ein Bug, oder? Das. Oh, das ist ein Bug. Leute, den ersten Bug gefunden. Das wiederholt sich hier. Das sollte wahrscheinlich eigentlich nicht so sein. Okay. Tun wir einfach mal so, als hätten wir es nicht gesehen. Ich habe eine Abibas-Tasche. Was kann ich damit? Aha. Meine Nase läuft zur Zeit ein bisschen. Nein, ich habe kein Corona. Ich habe Urlaub. Einen Monat. Okay, einen Monat kann ich arbeiten damit. Moment, ich muss kurz nach. So. Okay. Bouncer. Nein, wir können nicht die. Hallo? Noch nicht. Oh, wir können Sachen upgraden. Das ist gut. Frostfire-Klicker. Aha. Ah, nur den Klicker können wir upgraden. Nun gut. Die News. Ich kenne mich nicht aus mit Politik.
deswegen interessiert mich das auch nicht. Der Jupp. Wir sind close, Fresh Meat. I'll be coming down. Oh Mann, Alter. Maybe. And you keep. Don't cause trouble. Maybe we will even let you stay. Maybe. Okay. Okay, Jupp. Haben wir noch irgendwas hier? Irgendwas zum Clickety Roo? Nope. Gut, dann wollen wir mal. Unser erster Arbeitstag. Oh, oder zweite. Ich glaube, den kann man den zählen, den anderen Tag. Open Bones and take a job. Ah, ich war jetzt. Ich war schlafen jetzt. Mein Gott. Achso, weil es nachts erst sein muss wahrscheinlich. Wie dem auch sei. Ah, ein Pub. Okay. Okay. Let's do this. Holzmesser habe ich jetzt mal weggelassen. Ich meine, das wird wahrscheinlich mega entspannt. Guten Abend, Sir. Boss, meine ich. You're the new bouncer, yeah? Cool, cool, I'm Dave Pleasure. Should be a pretty quiet night. Curfew's keeping most of my regular at home. Should find things pretty simple. Check IDs on the door. Make sure everyone is over 18. Let in 5 customers, you get paid. Let in more, you could get the bonus. Got it? Yes! Good one, we'll get on with it. Interact. Jetzt kann ich da interagieren. Oh, that's some kind of disco dancing metal. Was haben wir eigentlich für einen Tag? Ah, wir haben 2018. Rechnen ist um diese Uhrzeit nicht so gut. Okay. Denk logisch auch nichts. Die müssen über 18 sein. Das heißt, sie müssen 2000 sein. Die dürfen nicht vor 2000 geboren sein. Ist doch logisch. So. Yeah, girl. Come on. Genauso habe ich mir das vorgestellt, das Spiel. Bisschen Musik im Hintergrund. Ja, bitte. Gib mir mal deinen Ausweis hier. Ja, mal gucken. Oh. Leider nicht. Tut mir leid. Und du Boss hier in Town. Was? Warum? Fuck, ich bin dämlich. Ich bin sowas von dämlich. Natürlich darf der rein. Ich bin so dumm gewesen gerade. So richtig dumm. Natürlich darf er rein. Hey. Ah, natürlich, hallo. Ja. In dem Spiel war ich in der Hauptschule scheinbar. Das sagt derjenige, der das spielt. Oh, oh. Was war das? Seltsame Dinge passieren hier. Ach, wer traut sich denn schon nicht 18 zu sein? Die sind alle supi. Derjenige, der mit unter 18 versucht, hier reinzukommen, den gebe ich ein Bier aus, ey. Traut sich doch eh keiner. Well. Oh, hier schon wieder Blitze. Wenn es doch so einfach wäre. Ist es nicht einfach? Nee, nee.
ich nicht gucken muss, ob die Ausweise gefälscht sind. Ich meine, die sind 100 pro gefälscht. Aha. So, jetzt wird's interessant. Ist schon 18. Ist schon 18, ja. Mhm. Bin ich dumm? Mann, das ging jetzt mal gerade richtig in die Hose, ey. Ach, never mind. Neuer Abend, neues Glück. Glad to have you around, friend. Look at us, Brits and Euros, working together in harmony. Makes you want to weep. Well, yeah, really unity. Right, turn out we have got a problem with expired IDs. Keep them peeled. Your eyes, not the IDs. Don't peel the IDs. Oh, and keep watching for the underage. Yeah, yeah, expired IDs, underage, no problem. Man, 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 man. Ah ja, cheer up. Also nochmal für mein Verständnis habe ich das jetzt nochmal logisch. Also, nehmen wir mal an, 3.1.2000. Dann sind die 18, weil die dann an dem Tag, dann Geburtstag, genau 17 geworden sind. Alles drunter ist nicht. Ach so. Der eine ist 2000 geboren, weil der irgendwas 3.4. oder so. Der wird erst der 18. Ja, Mathe. Complete free jobs for me. I may even make you head bouncer. It's not just a little either. You get double pay and a few special benefits. So just like everywhere else, I guess. But why would you want to work anywhere elsewhere? Don't answer that. Okay. Also, wir müssen schauen. Wir müssen schauen, dass er. Genau. Okay, wir müssen schauen, dass das. Ey, hallo, da schläft einer. Okay. Wir müssen schauen, dass das Datum nicht expired ist und dass es keine Minderjährigen sind. So, hallo. So, zeig mal her jetzt den. So, nicht 18 diesmal. Piss dich. Ja. Aha. Ja. Muss ich eigentlich? Muss ich glaube nicht. Ich kann ja einfach reinlassen. Also los geht's. Hallo. Na. Tut mir sorry. Ey, kommen jetzt hier die ganzen Minderjährigen rein? Nur weil ich eine Person reingelassen habe. Nein, ich habe keine reingelassen. Oder? Doch. Fuck. Tolle Musik, ey. Trifft genau meinen Geschmack. Mhm. Gut. Hallo. Passt, passt. Ja, das geht schneller auf jeden Fall als Papers, Please. Vor allem ist es auch viel cooler von der Musik her. Hallo. Yep, yep. Yep, yep. Ah, passt, Oktober erst. Wechsel nicht vergessen, ja. Oh. Hallo. Yep, yep. Jetzt hab ich's drauf. Yep, yep. Yep, yep. Durch mich wird der Barkeeper reich. Ja.
Ja. Ja. Jo. 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 Hallo. Jo. 38. Okay. Kann man machen. Ja, warum auch nicht? Auch nicht. Das wird's zählen. Ich würde auch mit 38 noch ins Pub gehen. Ganz klar. Ey, der Laden ist voll. Diesmal mach's gut. 20 Leute haben wir reingemacht. Keine Schleichwerbung hier machen. Aber ich liebe es. Gerade zu Weihnachten. Echt. Jetzt muss aber mega stolz auf mich sein. Great start, Hero. I'm glad I choose you. 60 Ecken, ey. Nice. Well, that you click the job advert anyway. Thanks. A few more good jobs and I will be looking at you. My new head doorman. I'm honored. Gute Nacht. Mit dem Geld könnten wir doch mittlerweile jetzt auch mal upgraden, ne? 80 Ecken. Den Rostfreien möchte ich unbedingt haben. Ja. Jetzt schlafen wir erstmal. Dann bekommen wir Besuch von unserem Job. Da kommt der. Der Visitor. My, what a lovely crap hole. Ach, crap hole. Oh Gott. Names Integration Officer Job. But you can call me my lord if you like. It's my job to make you sure Froggies and Crafts stay nice and legal. Diese Wörter habe ich in der Schule nie gelernt. Froggies and. Ach. Das sind Crowds. Now listen close. This here palace ain't free. You want a nice asbestos stuffed roof over your head, you better start earning. Hand me your transitional residence visa. Come on, hurry up. Should you... Ja, das ist das hier. Da. Ah. One month. And on the deportation list too, I see. Don't worry, you will be back home in no time. About 100 miles? Oi. None of that, Froggy. Meow, me. I would have you packing already. But now your special little flower can't just waltz off with dignity, can you? So fine, you scrounge up the 2.5 grand. Maybe we let you stay. For now, anyway, next month we will see. Strong and silent time, huh? Good. Pal, if things work out, I may have a job for you myself. Thank you, Officer Chip. See you, I think this could be the start of a beautiful relationship. In diesem Sinne beenden wir die Verneinschluss. Okay, wir haben eine neue App bekommen. Davor haben wir auch noch die App hier, dass wir Sachen, Klamotten graben können. Und ihr seht, bin ich jetzt wunderschön, ein wunderschöner Schmetterling. Wir haben auch ein bisschen Geld. Dann wollen wir mal zahlen. 230. Okay. Was sein muss, muss sein. Und Lucy Sharpwood. Dark, please, I can't keep doing this. How was I meant to know Prosecco was Italian? Come on, enough is enough. Hä? Oh crap, sorry. Not for you, Pat. See you Wednesday with more great Snooky Tong savings. Okay. Biller. Automated alert. New bills added to biller. Pay rent before due date to avoid loss of social credit score. Do not reply to this message. Nobody cares what you think.
Ja, okay. So, neuer Club, neues Glück. Odin hat Club gehört und wollte auch mal dazu stoßen. Wer seht ihr nicht? Neuer Club, wie gesagt. You're that hero from the King's Head, ain't ya? I'm from whatever. Don't plan on sleeping through this job like a day scab. We are only after the best clientele here. No riff, definitely no riff. We have a guest list. So everyone on the guest list? Just let them in? Check the ID as well. All the usual rules apply for the guest. And regular folks queue on the left, right, right. No guests on the right. Another simple one. I should speak slow. The name isn't down. They aren't come in. Your name isn't down. They aren't come in. Comprende you? Ah, yeah, comprende. Hit the guest list target. A surprisingly small mega bonus. Oh, Osama's got a big bouncer parties in twist. So you get ready to work. Two queues. Yes, well, double the queue. Keep both of them happy or you will start leaving. And that's bad. Well done. Okay. Gleiches Prozedere. Wir haben jetzt, ein paar neue Fakten. Wir gucken, dass wir keine gefälschten IDs nehmen. Die identifiziert man, indem sie farblos sind und kein Symbol haben, zum Beispiel. Und das typische Alter und Ablaufdatum. Jetzt haben wir auch noch Namen, die auf der Liste sind. Okay. Okay. Mal gucken. Let's do this. Die mit der Liste kommen rechts, ohne Liste kommen links. Okay. Außerdem haben wir den Klicker geupdatet. Muss nicht mehr den rostigen. Wir können jetzt mit der W-Taste schneller agieren. Ja, hallo. Zeig mal her. Aha, aha. Ja. Servus. Ja. Passt. Ja, zeig mal, wer bist denn du denn? Sam Fox ist drauf. Und da rein. Mario Delwarte, bla bla bla, da rein. Diesmal haben wir jetzt andere Musik. Boah, ich muss konzentriert bleiben. Wie ist denn dein Name? Denise. Dorking. Wenn mir passt, viel Spaß. Ich glaube, in der ersten Runde ist es gar nicht so schwer. Oh, wer war das nochmal? Gerade sage ich, in der ersten Runde ist es gar nicht so schwer und dann mache ich so ein Kegels, ey. Dieser konzentriert bleiben. Man schweift so gerne ab. Das ist wie bei Beat Saber. Sobald ich anfange zu denken. Sobald ich anfange zu denken, bin ich raus. Muss mich wirklich konzentrieren hier. Frank Sterling. Jake, passt. Nein, mit dir. Lucinda, Holo, passt. Nein, mit dir. Henry, Hobbs, da. Nein, mit dir. Will nur noch zwei. Isabel Lawson. Nicht auf der Liste.
was. Was? Jetzt wird's immer anstrengender. Was? Nein, es stimmt nicht. Das ist eine dreiste Lüge. Nein, ich bin nicht bestechlich. Viel zu wenig Leute. Ganz schlecht. Das muss schneller gehen. Da ist mir das Pub lieber. Meine Gästeliste. 92, ja, pass. Komm, nein, mit dir. Diskutier nicht mit mir rum, geh in dich rein. Ja, komm, pass, lieber Watson. Ruby Fischer darf rein. Markus Robinson darf rein. Roman Marshall. Jo. Oh, Arthur, ich hab dich. Geh weg mit deinem Scheiß hier. Ja, der gibt uns Geld. Nein, ich bestechlich. Nicht mit mir. Oh, das kleine Kind. Das ist doch kein Reggae. Nee, junge Dame, heute nicht. Ich sagte nein. Komm, geh nach Hause. Geh mit Barbies spielen. Und los geht's. Lawson darf rein. Scheißes Foto. Sorry, Boss. Jetzt muss man wieder Gas geben. Und die Zeit wieder reinholen, die wir verprasselt haben. Mit dieser Gör. Mit diesem Gör. Oh. Ah. Nein. Komm, geh. Dass sie immer diskutieren wollen. Jedes Mal das Gleiche. Oh Gott, nein, noch eine Stunde. Ah, der ist abgelaufen. Ah, da war ich zu schnell. Ah, ich war letztes Mal besser. Letztes Mal habe ich 25 Leute gemacht. 25 Leute bearbeitet. Diesmal bin ich ganz schlecht. Geht ab. Hey, komm rein. Komm, geh schnell rein. Jetzt, ja, und dann geht's wieder raus. Aber sie hat Geld gezahlt dafür. Aber ich glaube, jetzt reicht's. Also für den ersten Eindruck ist es moderat, würde ich sagen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet, mehr Action. Ja gut, ist auch erstmal der Anfang. Aber ich denke, für ein Let's Play ist das ein bisschen eintönig. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Vielleicht kommt noch irgendwas Spannendes. Erinnert mich, wie gesagt, sehr an Papers, Please. Da war es ein bisschen dramatischer, weil man da auch ethnische Entscheidungen treffen muss.
Laut Beschreibung muss man auch hier Entscheidungen treffen, die dann auch im späteren Verlauf einen Einfluss drauf haben. Also im Großen und Ganzen. Chillen ist es cool. Wir werden sehen. Vielleicht mache ich eine zweite Folge. Oder auch nicht. Ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Ich hoffe, ihr verfolgt mich weiterhin. Ich wünsche euch natürlich auch jetzt schon mal. Ich denke mal, wenn die Folge online kommt, ist dann schon mal ja. Wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt in jedem Sinne frohes neues Jahr. Ich hoffe, 2021 wird ein bisschen besser. Ich hoffe, mega gut für uns alle, denn wir brauchen das. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Euer Anna Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs. Thank you.